Eröffnung der Ulmer Friedenswochen 2024 fand im ausverkauften Stadthaus, also direkt auf dem Ulmer Münsterplatz, statt. Rund 300 Menschen lauschten dem Vortrag Russland und wie weiter von Gabriele Krone-Schmalz. Die 74-jährige ehemalige ARD-Moskau-Korrespondentin gilt als Koryphäe ihres Fachs, ist unter anderem Grimme-Preisträgerin und wurde mit dem Bundesverdienstkreuz für ihre Arbeit ausgezeichnet. In den aktuellen Kriegszeiten werden ihre Aussagen aber auch sehr kontrovers diskutiert. Putin-Versteherin oder Freundin heißt es dann, die Ausführungen der Russland-Expertin seien beschönigend und eindimensional. Darüber darf und sollte man trefflich streiten. Schnell ist aber auch die Rede vom verengten Meinungskorridor, vom Maulkorb, den auch die Friedensbewegung beklagt. Dabei sind Forderungen nach diplomatischen Lösungen zu Kriegszeiten von einer Friedensbewegung genauso standesgemäß zu erwarten, wie von einer Russland-Expertin die Bemühungen, ein verzerrtes Russland-Bild zu entwirren. Ich habe Gabriele Krone-Schmalz nach der Veranstaltung im Stadthaus getroffen und sie auch gefragt, wie sie das sieht mit dem Meinungssagen. Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die die Erfahrung machen, dass die Meinungskorridore immer enger werden. Und was ich auch so feststelle, dass sich manche Menschen gar nicht mehr trauen, was zu sagen, was in unserem System, so wie ich unser System verstehe, nichts zu suchen hat. Wenn man eine faktisch begründete Meinung hat und wenn sie dreimal dem Mainstream widerspricht, dann muss es möglich sein, die zu äußern. Auf zivilisierte Art und Weise, und dann kann man sich ja drüber streiten. Das ist das, was ich finde, was unser System auch auszeichnet. Ne? Debattieren, streiten, anständig streiten, im doppelten Sinne anständig. Dazu kommt vielleicht auch der sogenannte Haltungsjournalismus, der aktuell um sich greift. Das kann gut oder auch schlecht sein. Als Beispiel in der Vorberichterstattung zu Ihrem Vortrag titelte eine Zeitung: Friedenswochen, ist es in Kriegszeiten wichtig, viele Meinungen zuzulassen? Haltung zeigen. Also ich bin sehr dafür, Haltung zu zeigen, wenn es darum geht, Rückgrat zu haben. Wenn es darum geht, dass man nicht jeden Tag sein Fähnchen in den Wind hängt, dann bin ich sehr dafür, Haltung zu zeigen. Wenn Haltung zeigen aber heißen soll, dass man sich bei einem Meinungsstreit auf eine Seite stellt, dann bin ich komplett dagegen, weil das kann es nicht sein. Unsere Aufgabe, wir sind Dienstleister. Unsere Aufgabe ist, alles, was wir kriegen können, an Informationen bereitzustellen. Und dann kann sich unser Publikum aussuchen, ob sie das überzeugend finden oder nicht. Aber von vornherein mich aufzuspielen als jemand, der meinen Zuschauern oder Zuhörern sagt, also ich sag euch jetzt mal, wie es geht, das finde ich vermessen. Und das hat, finde ich, mit dem, so wie ich Journalismus gelernt habe und so wie ich den verstehe, nichts mehr zu tun. Sehr gefährlich. Auch bei Fortbildungen für Journalisten, ich war letztens auf einer, ist mittlerweile Haltungsjournalismus auch ein Thema. Da gibt es, wie gesagt, ein Für und auch ein Wider. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht entwickelt? Ja, Gott, es ist bestimmt nicht auf Knopfdruck so passiert, aber so eine schleichende Entwicklung kann das schon sein. Aber da habe ich zu wenig drüber nachgedacht, wann das angefangen hat. Aber es ist zu merken. Und ich merke es ja auch, wenn ich unterwegs bin, dass Leute mich ansprechen und sagen, also sie können es nicht mehr ertragen, diese einseitige Bevormundung. Das macht mir übrigens auch große Sorgen, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, weil ich finde, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr, sehr wichtig ist, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Aber dann muss er sich auch daran halten, was sein gesetzlicher Auftrag ist. Und wenn er das nicht mehr so tut und wenn die Kritik immer mehr zunimmt, dass Leute sich halt eben nur noch einseitig informiert fühlen, dann ist das Risiko groß, dass man irgendwann sagt, wofür brauchen wir den noch? Da haben wir ja noch genug andere, ne? Dann können wir den öffentlich-rechtlichen auch abschaffen. Und das finde ich nicht gut. Dagegen steht wiederum, auch Journalisten haben immer weniger Zeit für immer mehr Aufgaben. Da fällt möglicherweise auch mal eine ausgewogene Recherche hinten runter. Das ist der Punkt. Es gibt sicher viele Dinge, die da eine Rolle spielen, aber ein Punkt ist sicher, es fehlt das Geld, es fehlt das Personal. So Fachabteilungen können sich ja kaum noch Zeitungen leisten, sondern man muss an einem Tag das machen und am nächsten was ganz anderes. Es wird viel ausgesourced oder es wird halt auch viel angenommen, angeliefertes, fertig angeliefertes, sei es von Ministerien oder auch von Firmen oder von irgendwas. Und das finde ich, man kann das nehmen, aber man muss es dann auch verarbeiten und man muss es vor allen Dingen selber erstmal recherchieren. Man kann das nicht einfach so fressen. Und dass das aus Zeitdruck und aus Gelddruck, aus finanziellem Druck, das tut dem Journalismus nicht gut. Und die Leute sind ja nicht blöd, die merken das auch.
Zurück zu Ihrem Vortrag. In der anschließenden Diskussion ging es sachlich und geordnet zu. Die meisten Gäste stimmten mit Krone Schmalzers Ausführungen überein. Bei kleineren Gesprächen danach kam aber schon einiges an Kritik zusammen. Stichwörter beschönigend und eindimensional. Ich würde mich ja freuen, wenn man sich sachlich streitet und wenn man sich nicht an Personen abarbeitet, sondern wirklich an Themen. Und darüber dann die einzelnen Argumente, die einem einfallen, die packt man auf den Tisch und die einem zuhören können, dann gucken, was ist überzeugender und was nicht. Und nicht, dass man sich immer gleich an die Gurgel geht oder sagt, der ist von dem bezahlt oder von dem bezahlt, um dadurch irgendwelche Dinge undiskutabel zu machen. Das ist, glaube ich, eine schlimme Entwicklung. Größter Kritikpunkt, Krone Schmalz spricht über viele Beweggründe Russlands, die zum laufenden Angriff auf die Ukraine führten, den sie auch genauso benennt. Aber ein schlechtes Wort über den russischen Machthaber Wladimir Putin verliert sie konkret auch nicht. Warum? Die ganzen Kritikpunkte an Putin, die kriegen sie ja nun laufend drauf und runter gebetet. Und meine Aufgabe bei diesen Vorträgen ist, einfach die Zusammenhänge mal herzustellen und vor allen Dingen die Chronologien. Es geht ja nicht darum zu sagen, oh Gott, wie furchtbar dieser Putin. Da sind wir unter Umständen ja, was er jetzt macht, gar nicht so weit auseinander. Nur, ich muss doch gucken, wo ich hin will, wenn ich an Frieden denke, wenn ich an eine Gesellschaft denke, die sich nicht gegenseitig die Köpfe einhaut. Und für mich ist Professionalität sowohl im Journalismus als auch in der Politik wesentlich damit verbunden, dass man analysiert und nicht ideologisiert oder moralisiert. Das ist menschlich verständlich, bringt aber nichts. Auch darüber lässt sich streiten und zwar zivilisiert, oder? Dafür kommt sie auch gerne wieder in die Münsterstadt an der Donau. Ulm ist schön, klar, hätte ich auch gerne noch mehr Zeit verbracht, aber das hat diesmal nicht geklappt. Muss ich mir noch einen Anlass aussuchen, mal wieder nach Ulm zu kommen. Vielen Dank, Gabriele Krone-Schmalz. Sehr gerne. Die ehemalige ARD-Moskau-Korrespondentin ist unter anderem Krimi-Preisträgerin und wurde mit dem Bundesverdienstkreuz für ihre Arbeit ausgezeichnet. In den aktuellen Kriegszeiten, wie gesagt, werden ihre Aussagen aber auch sehr kontrovers diskutiert. Man kann vortrefflich darüber streiten und sollte das auch tun. Zusammengefasst findet ihr ihre streitbaren Ansichten in ihren über 10 Büchern und zahlreichen weiteren Veröffentlichungen oder auch auf ihrem YouTube-Kanal. Da gilt die 74-Jährige mittlerweile auch als Politik-Influencerin. Ich bin Paolo Percocco, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM, einfach gut informiert.